Na gut, dann kommt da auch schon wieder ein Sarrazin angelaufen, der darf auch noch mal Hallo sagen. Hallo. Deswegen na gut. Ich, dass uns weinen soll, damit der Walle nicht mehr stört. Ah, der crasht immer diese Interviews. Schweinerei. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sitzen hier jetzt mit dem guten Anton Raist. Ja, vor wenigen Monaten, behaupte ich mal, warst du noch relativ unbekannt. Jetzt bist du so bekannt, dass du sogar von Tube Now interviewt wirst. Wie fühlt sich das an, so von 0 auf 100 zum plötzlichen Erfolg? Erstmal eine riesengroße Ehre natürlich, mit den Tube Now Jungs hier. Ist der Hammer. Ich war letztes Jahr auf der Gamescom, da war echt noch Ruhe. Ist jetzt ein bisschen anders. Ich habe halt den Mega-Push bekommen, muss man ja sagen. Obwohl ich YouTuber halt, ich mache YouTube seit 4-5 Jahren, aber erst seit ein paar Monaten ist es ein bisschen explodiert. Freut mich natürlich und ich bin gespannt, wie es weitergeht und ob es sich überhaupt so hält. Wer weiß? Zum Thema Weitergehen, wie geht's denn jetzt generell so bei dir weiter? Unge hat ja schon bekannt gegeben, zumindest der Hashtag Ungeraced geht so nicht mehr weiter. Er wird jetzt erstmal alleine reisen. Was steht bei dir als nächstes auf dem Plan? Oh, einiges, einiges. Soll ich jetzt schon ein bisschen erzählen? Ja. Bisschen exklusive Infos? Exklusiv nur für uns. Okay, also die meisten Sachen sind eh nicht exklusiv, aber... Mensch. Ich mache jetzt den Führerschein. Ab Montag, das ist, ich filme ihn halt dabei, da kann halt jeder zuschauen, den Führerschein. Ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt schon gibt auf YouTube. Ich wüsste nicht von wem. Keine Ahnung. Ich denke für viele ganz interessant, die noch keinen Führerschein haben. Wahrscheinlich und ja. Gleich im Anschluss, passend zum Führerschein, mache ich eine Autotour durch Deutschland, Schweiz, Österreich. Ich fahre einfach mit dem Auto hin, wo ich Lust habe. Ich penne bei Zuschauern oder penne im Auto oder penne im Zelt. Mache einfach ein bisschen Action, weil ich denke jetzt, bevor ich die große Welt entdecke, vielleicht doch erstmal das eigene Land entdecken. Ich kenne das noch gar nicht so gut, Deutschland. Und halt natürlich noch die Nachbarländer, weil es gibt auch Zuschauer aus der Schweiz oder aus Österreich. Und danach im Winter Neuseeland. Mein großer Traum. Also ja, verstehe ich. Es wird viel geraced. Viel, viel geraced, ja. Ja, also so vor allem in Deutschland rumreisen klingt ja doch auch irgendwie interessant. Ich habe die Erfahrung gemacht, vor allem wenn man im Ausland war und dann zurückkommt, lernt man auch viel über Deutschland, muss ich sagen. Hast du da auch irgendwie jetzt große Unterschiede gemerkt, so zwischen, wie lange wart ihr insgesamt in Los Angeles? Anderthalb, zwei Monate ungefähr? Ja, wir waren, ja genau, zwei Monate waren wir. Zwischendurch waren wir ja kurz zwei Wochen in Costa Rica, was übrigens sehr geil war. Also Costa Rica war echt was anderes, war sehr cool. Aber zu deiner Frage mit Deutschland, Amerika. Also wenn man lange im Ausland war, merkt man erstmal wieder, wie geil das zu Hause ist. Und gerade Deutschland ist halt sehr, man mal die Ordnung, ne? Die deutsche Ordnung, die ist mal so ist man aufgewachsen und die ist natürlich geil. In Amerika ist immer ein bisschen chilly-milly. Wir haben zum Beispiel gesehen, wie ein Auto gestohlen wurde. Ich glaube nicht, in Deutschland kommt sowas, glaube ich, nicht so oft vor. Denke also einfach so auf dem Parkplatz. Aber ach, weißt du, der Reiz liegt im Wechsel. Man braucht immer die Abwechslung. Und ich mag beides, Ausland und Deutschland. Ja. Na gut, dann kommt da auch schon wieder ein Sarrazin angelaufen, der darf auch noch mal Hallo sagen. Hallo. Na gut. Dass uns weinen soll, damit der Walle nicht mehr stört. Ah, der crasht immer diese Interviews, Schweinerei. Na gut, aber ich glaube, wir sind soweit dann auch am Ende. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das Interview. Vielen Dank. Ich auch. Ja, also vielen Dank. Vielen Dank auch jetzt für die vielen Worte. Ja, wir sind dann ja vielleicht sogar irgendwann bald gemeinsame Studenten. Wenn wir denn zusammen Regie studieren. Genau, du kommst ja nach Berlin. Genau, ich werde nächste Woche schon nach Berlin ziehen und du willst ja auch Regie studieren an derselben Uni wie ich. Dann trinken wir mal ein Sterni. Qualitätsbier. So, was macht ihr? Ja. Nee, wir trinken nur Milch. Ja. Nur Milch. Vielen Dank und ja, Dankeschön. Bis bald. Ciao.